Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Schwestern und Brüder, ganz herzlich darf ich Sie heute Abend nach einer langen Pause begrüßen. Viele in der Zwischenzeit haben mir gesagt, wie sehr sie sich freuen, dass wir heute Abend wieder beginnen, wie oft sie es schon vermisst hätten. Ich selber Sie auch. Und dass Sie so zahlreich heute Abend hier sind, dafür danke ich Ihnen ganz besonders. Wir stehen am Ende des Oktobers, mitten im Herbst, und die Gedanken beginnen da wieder im Matthäusevangelium, wo wir aufgehört haben, im 22. Kapitel. Eine sehr merkwürdige Passage findet sich dort, ein Gespräch über die Unsterblichkeit. Gibt es sie? Gibt es sie nicht? Lässt sie sich nicht widerlegen geradezu, nach all den Gesetzmäßigkeiten von Ordnung und Wahrscheinlichkeit? Und welch merkwürdige Hoffnung ließe sich dagegen setzen? Wir wollen heute Abend beginnen, mit der Musik von Eduard Elgar, Cellokonzert E-Moll, Opus 85. Jorin Jorden wird auf dem Cello spielen, Norbert Söhme auf dem Klavier. Thank you.
Alle Religion, meine lieben Schwestern und Brüder, ist angesiedelt in dem Zwischenbereich von Wehmut und Hoffnung, Klagen und Fragen, Schatten und Licht, wie es liegt um diese wunderbare Musik, die wir gerade gehört haben. Wir möchten wissen, und können doch nur glauben. Wir suchen nach Liebe und finden sie doch oft genug erst nur angedeutet wie ein Versprechen. Unter dem Titel »Vom Leben aufstehen« schreibt Jörg Zink einmal: Herr, ich denke zurück. Ich gehe noch einmal den Weg durch alle meine Jahre. Nicht an meine Leistung denke ich. Sie ist gering. Nicht an das Gute, das ich getan hätte. Es wiegt leicht gegen die Last des Versäumten. An das Gute, das du mir getan hast, denke ich, und dafür danke ich. An die Menschen, mit denen ich gelebt habe, an alle Freundlichkeit und Liebe, von der ich mehr empfangen habe, als ich wissen kann. An jeden glücklichen Tag und jede erquickende Nacht, an die Güte, die mich bewahrt hat in den Stunden der Angst und der Schuld und der Verlassenheit. An das Schwere, das ich getragen habe, denke ich, an Jammer und Mühsal, deren Sinn ich nicht sehe. Dir lege ich es in die Hand und bitte dich, wenn ich je dir begegne, zeige mir den Sinn. Ich denke zurück, Herr, an all die vielen Jahre. Mein Werk ist vergangen, meine Träume sind verflogen, aber du bleibst. Lass mich aufstehen, nun im Frieden und heimkehren zu dir, denn deine Güte habe ich gesehen.
Drum sei dir die Ehre, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, wie es am Anfang war und jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Merkwürdigerweise wird die Frage nach der Unsterblichkeit ein einziges Mal in den ersten drei Evangelien des Neuen Testamentes gestellt, im Zusammenhang mit dem merkwürdigen Reglement der Schwagerehe. Was passiert, wenn ein Mann stirbt und hinterlässt einen Bruder? Begründet, geradewegs erfunden aus Not, wird dieses Gesetz im ersten Buch Moses, 38. Kapitel. Um jene Zeit begab es sich, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich an einen Mann aus Adulam mit Namen Chira anschloss. Da sah Juda dort die Tochter eines Kanaanitas namens Schua, und er nahm sie zur Frau und wohnte ihr bei. Da ward sie schwanger und gebar einen Sohn, den nannte er Er. Dann ward sie abermals schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Onan. Sodann gebar sie noch einen Sohn, den nannte sie Schelah. Sie befand sich aber in Chesib, als sie ihn gebar. Und Juda freite seinem Erstgeborenen Er eine Frau mit Namen Tamar. Aber Er, der Erstgeborene Judas, missfiel dem Herrn. Drum ließ der Herr ihn sterben. Da sprach Juda zu Onan: Geh zu deinem Weib, zur Frau deines Bruders, und vollzieh mit ihr die Pflichtehe, dass du deinem Bruder Nachkommen schaffst. Da aber Onan wusste, dass die Kinder nicht als die seinen gelten sollten, ließ er es, wenn er zur Frau seines Bruders ging, auf die Erde fallen und so verderben, um seinem Bruder nicht Nachkommen zu verschaffen. Aber dem Herrn missfiel, was er tat, und er ließ auch ihn sterben. Da sprach Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleibe als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schelah groß wird, denn er dachte, auch der könnte sterben, wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Wir hören aus dem Cellokonzert E-Moll den dritten Satz.
Wir hören einen Abschnitt aus dem 22. Kapitel des Matthäusevangeliums. An jenem Tage kamen Sadduzäer zu ihm, welche sagen, eine Auferstehung gebe es nicht, und fragten ihn: Meister, Moses hat so gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt und sein Bruder dessen Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen schaffen. Da waren bei uns 7 Brüder. Der erste starb, nachdem er geheiratet hatte. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso auch der zweite und der dritte bis zum 7. Zuletzt aber von allen starb die Frau. Nun, welchem von den 7 wird sie in der Auferstehung als Frau angehören? Alle 7 haben sie ja gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Ihr irrt, indem ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht und werden nicht verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, welcher spricht: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebendigen. Als die Volksmenge das hörte, erstaunte sie über seine Lehre. Meine lieben Schwestern und Brüder, dieses Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern über die Frage der Auferstehung ist eingerahmt in 2 andere Redeabschnitte. Vorweg geht die Frage: Dürfen Juden dem Kaiser Steuern zahlen? Angeschlossen ist die Frage eines pharisäischen Schriftgelehrten nach dem größten Gebot im Gesetze. Man begreift, was schon Markus mit dieser Zusammenordnung sagen will. Es gibt ein irdisches Gesetz, das den Menschen versklavt, wenn er das Abdruckbild Gottes nicht findet in seinem eigenen Herzen. Dort aber wird er es wiederfinden als das sanfte Gesetz der Liebe. Dazwischen aber, zwischen Menschenvergewaltigung und Aufrichtung des Menschen im Reich der Liebe, zwischen Tod und Leben, steht die Frage, was uns die Kraft gibt zur Freiheit von jeder Verfügung unter die Herrschaft anderer Menschen und zum Mut zu dem eigenen wahren Leben, das aus der Sehnsucht und dem Glück einzig der Liebe stammt. Diese Frage hier konzentriert sich in der Herausforderung der Sadduzäer. Ihr Problem ist scheinbar schriftstellerisch, akademisch, künstlich zusammengefügt aus Hohn und Spott in einer Travestie des Pharisäerglaubens. In gewissem Sinn berühren wir hier vielleicht historisches Gestein. Denn zweifelsfrei war die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Sadduzäern
geschichtlich betrachtet, weit riskanter und am Ende tödlicher als der Kampf mit der Gesetzesauslegung und Praxis der Pharisäer, deren Einfluss auf das Volk erst nach dem Untergang Jerusalems, nach dem Jahre 70, etwa zur Entstehungszeit des Matthäusevangeliums, recht zu greifen beginnt. Gleichwohl ist das Problem, das sich hier formuliert, umso aktueller geblieben bis heute. Wir müssen lediglich die Logik der Fragestellung ein Stück weit aus der Bindung an das Denken damals herausheben in die Fragen unserer heutigen Parameter. Was lässt uns hoffen? Und was zeichnet einen Menschen aus? Wir haben nicht aufgehört zu fragen, und wir haben nicht aufgehört, Fragen dieser Art zu belächeln. Das Jahr 92 ist an Trauerbotschaften, weiß Gott, nicht arm. Krieg und Hunger, Angst und Ausgesetztheit sind wiedergekehrt in einem Umfang, wie wir es vor kurzem noch kaum für möglich gehalten hätten. Am Rande aber taucht eine Meldung auf, die vielleicht zu dem Traurigsten gehört in diesen Tagen. Als Mitte dieses Jahres das Meinungsforschungsinstitut EMNIT die deutsche Bevölkerung darauf befragte, ob sie an ein Weiterleben nach dem Tod, gleich wie in welcher Art auch vorgestellt, immer glauben könne, antworteten etwa ganze 30%, ein Fortleben nach dem Tod scheine ihr wahrscheinlich. Unter den Befürwortern dieser Möglichkeit fanden sich eine beachtliche Mehrzahl an Frauen, Männer etwa um 28%, Frauen um 32%, dazwischen das Mittel. Da ist nach 2000 Jahren christlicher Verkündigung in unserem Volk von einem zentralen, dem zentralen Stück des ganzen Christentums, einem Restbestand im Übrigen, einem granitenen Basaltblock, heidnischen Erbes, einem gemeinsamen Gut der Religiosität der Völker, kaum noch für ein Drittel irgendetwas übrig geblieben. Merkwürdigerweise aber zahlen bis zu 70% in unserer Bevölkerung immer noch Kirchensteuer. 50% glauben an Gott und gehen auch irgendwie in die Kirche. Staunen muss man über so viel Widerspruch. Da scheint das kirchliche Begräbnis ungemein viel wichtiger als Prämie eines wohlerfüllten bürgerlichen Rechtsverhaltens, als die Frage, was aus unserem Leben wird in Anbetracht des Todes. Und es scheint aufs Genaue besehen sogar zusammenzugehören. Oft habe ich mich gefragt, wie es sein kann, dass Menschen Sonntag um Sonntag den Gottesdienst besuchen, aber für ihr eigenes Leben keinerlei Hoffnung sich in Aussicht stellen. Kannst du glauben, fragte vor einer Weile eine Frau ihren Mann, dass wir weiterleben? Man sprach darüber, was werden würde, wenn die Mutter stirbt. Man würde sie zu Tode pflegen, ganz gewiss. Aber wenn sie nun da liegt, halb bewusstlos, und das dauert Wochen, was ist das für ein Zustand? Dann würde ich dabei sitzen, sagte diese Frau, meine Mutter würde ich pflegen. Aber dann ist sie vielleicht doch schon wie tot. Sie begreift deine Gegenwart überhaupt nicht, wandte der Mann ein. Vielleicht verabschiedet sich doch ihre Seele schon und will gar nicht zurückgehalten werden. Ja, glaubst du denn an so etwas wie eine Seele, dass das überdauert? Es war so deutlich spürbar.
wie diese Frau sich klammern mochte an den Halt ihrer eigenen Kindheit. Sie würde ein treues, sorgsames, pflichterfülltes Mädchen bleiben, das seine Pflicht tut, bis zum letzten Atemzug seiner Mutter. Aber mehr lässt sich nicht denken und nicht erwarten. Der Tod nimmt alles weg. Das, was wir sehen, was wir fühlen, riechen, an Wärme spüren, alles das bricht dann zusammen. Und was bleibt dann noch? Das ist eine Herausforderung, zunächst schon für unsere Sinne. Setzen wir den Menschen als nur eingespannt in die Gesetze der Natur, wissen wir von ihm endgültig nichts weiter, als dass er ein hochkompliziertes Gebilde aus Kohlenwasserstoffen ist, dass ihn der Ur seiner Zusammenfügung schon wieder sich bestimmt zu seiner Auflösung. Die Biologen versichern uns, dass das Maß an Zeit für das Leben eines jeden von uns festliege schon im Programm der Gene. Das Maß an verbrauchbarer Energie, das uns zur Verfügung steht, ist offensichtlich festgeschrieben vom ersten Beginn unseres Daseins an. Wir können durch die Raschheit des Energieverbrauchs das Zeitmaß zusammenschrumpfen lassen. Wir können durch mittlere Sparsamkeit des Energieverbrauchs unser Leben strecken. Aber das Maß selber liegt fest. Und in aller Regel passiert, noch ehe wir es überhaupt zu Ende verbrauchen, irgendetwas von außen. Wir rauchen uns zu Tode, trinken uns zu Tode, kommen zu Tode, wie auch immer. Und das ist, was wir für Leben sehen. Mehr ist da nicht vorgesehen, so scheint es. Welche eine Hoffnung haben wir gegen den Tod? Das ist die Frage hier. Jesus muss aus dem Glauben der Pharisäer seiner Zeit als Kind bereits gelernt haben, Gott zuzutrauen, dass er uns nicht nur in diese Welt hineingestoßen hat, damit sie ihren Gang an uns vollendet, sondern weil er mehr meint mit uns. Und dass das Wunder unseres Daseins, das uns aus dem Nichts geholt hat, weit größer sein müsse als die Verneinung des Todes. Wenn Gott die Macht hatte, uns hineinzusetzen in seine Schöpfung, sollte er dann nicht auch die Kraft haben, uns dem Tod zu entreißen? So etwas begann man in den Tagen Jesu zu glauben, aus ägyptischem, griechischem Erbe. Aber man lernte es im Grunde aus den Erfahrungen der Märtyrer. Man mochte nicht länger denken, dass es ein und dasselbe sei, beliebig und einerlei, ob Menschen für ihr Gefühl auf Recht und Menschlichkeit und Wahrheit und Würde ihr Leben setzen oder aus lauter Angst alles vertun. Seit 300 Jahren ist Israel herausgefordert, sich auf Leben und Tod zu widersetzen, fremden Zwingherren, Griechen, Syrern, Römern. Immer wieder gilt es, eine Bewährungsprobe zu leisten, in der Treue zu dem, was einem heilig ist. Natürlich kann man immer wieder seine Haut retten. Immer wieder kann man der Schaufel des Todes entspringen, aber nur um den Preis der Wahrheit. Das war so oft der Fall, dass man sich in Israel zu fragen begann, ob denn Gott wirklich, gerade für diejenigen, die ihn ernst nehmen, nichts weiter bereithält als einen raschen, ehrbaren Tod. Und dann wäre es egal,
Im Grunde müsste man doch verrückt sein, die Wahrheit zu wagen, wenn man irgendwo, man müsste nur weit genug weglaufen, in der Fremde, sich ein ruhiges, gemütliches Leben beschafft. Ein paar Jahre wenigstens lässt einem Gott das nicht. Und wenn er es nicht lässt, soll er einem dann nicht egal sein. Von Anfang an hat Israel den Glauben an so etwas wie Auferstehung nicht gelernt als philosophische Spekulation, sondern als einen Kampftitel des Widerspruchs und Widerstand. Auferstehen, das war Aufstand gegen Macht und Zwanggesetz. Aber es gibt Getreue in Israel auch, die von der gesamten Überlieferung dessen, was uns das Alte Testament zu sein scheint, nichts weiter übrig ließen als die ersten 5 Bücher Moses. Nicht die Schriftwerke, nicht die Propheten, den eisernen Bestand des Gesetzes. Sie sind in gewissem Sinne sehr konservativ, diese Gruppe der Sadduzäer, der Sadokiten. Aber es zeigt sich, dass man auf eine Weise konservativ sein kann, die ein sensibles Gefühl für den Machterhalt erlaubt. Manche Theoretiker gibt es ja insgesamt, die meinen, dass politische Macht überhaupt nur von den Bürgerlichen verwaltet werden könnte. Allein die Konservativen könnten Träger von Verwaltungsmacht sein, nicht die Aufrührer, nicht die Progressisten, die immer würden das Tempo der Geschichte zu rasch vorantreiben. Aber die Behäbigkeit, die Gemütlichkeit, nur nie zu viel wagen, das schafft Instinkt für die Macht. Konservativ, religiös und machtpolitisch aggressiv. Das geht auf zu allen Zeiten und war schon Wirklichkeit in der Person und im Typ der Sadduzäer damals. Ihr Problem war, wie man als Jude leben kann mit den Römern, ohne die Verrücktheit von Martyrien. Diese windigen Leute brachten es fertig, Gott treu zu sein und dem Kaiser. Sie wussten, dass man die Quadratur des Kreises sehr schnell bewerkstelligen kann, wenn man nicht ganz genau hinsieht, wenn man Kompromisse so schließt, dass es nicht exakt darauf ankommt, was da ausgemessen wird. Man muss 5 Grad sein lassen, das ist klar, aber dann geht es auch. Wenn man ein wenig vom Fanatismus der Orthodoxen, der Frommen, der Supergenauen nachlässt, warum nicht auch dann mit den Römern taktieren? In gewissem Sinne hatte das Weisheit. Der Mann, der später Jesus hinrichten wird, Kaiphas, war 18 lange Jahre die Schaltstelle zwischen Sadduzäern und römischer Verwaltung. Stellen Sie sich einen hohen Priester vor, der an all das wortwörtlich glaubt, was die Religion Israels vorsieht, der aber denkt, es sei vermessen und unmöglich, die Römer zu provozieren. Er kennt sie viel zu genau. Es genügt, dass sie ihre Militärmaschinerie konsequent aufmarschieren lassen in Palästina. Und es wird keine heilige Stadt mehr geben. Die Römer können das, wenn sie das wollen. Gott bewahre uns davor, dass sie das jemals wollen werden. Also müssen wir uns opfern in anderer Weise, nicht wie die Verrückten immer geradeaus und durch die Wand. Wir müssen innerlich Gott treu bleiben, indem wir äußerlich uns beugen. Dieses Opfer des Charakters ist angezeigt. So, wenn man ein kluger Sadduzäer ist, ein vernünftiger hoher Priester, dann erspart man dem Volk und sich selber das Blutopfer, indem man sich duckt und angleicht und wartet, bis der Himmel wieder klar wird. Gott hat Zeit, warum die Menschen nicht auch? Der Ewige wird die Römer überdauern. Man muss nur Ausdauer besitzen.
in dieses Ränkespiel, in diese ständigen, zersetzenden Auseinandersetzungen hinein gerät die Botschaft Jesu an dieser Stelle. Es geht um die Frage, was ist ein Mensch? Und Sie begreifen, was auf dem Spiel steht. Ob man die Frage mit Ja oder Nein beantwortet, gibt es eine Auferstehung oder gibt es sie nicht? Das Menschenbild der Sadduzäer ist einigermaßen klar. Es kann keine Auferstehung geben, weil es ein Gesetz gibt über den Menschen. Noch ehe wir im Einzelnen wissen, wie dieses Gesetz aussieht, weiß man vom Menschen bereits, dass er ihm unterworfen ist. Und das allein ist ausschlaggebend dafür, ihm jede Aussicht jenseits des Todes abzusprechen. Es gibt die Gesetzlichkeit der Natur, nach der sind wir nichts weiter als zusammengefügter Staub. Aber es gibt auch die Definition der Sozialpsychologie. Danach sind wir denkende, also dressierbare Tiere. Der Tod zwingt uns, Mächte anzuerkennen, die mit ihm spielen. Kein geringerer als Jean-Paul Sartre hat in unserem Jahrhundert in dem kleinen Novellenfragment Die Mauer die Frage einmal durchgespielt, was Menschen sind angesichts des Todes. Eine Gruppe Widerstandskämpfer ist inhaftiert. Jeder auf seine Weise hat sich vorgenommen, tapfer zu sein. Jeder hat sein Leben riskiert für die Freiheit und Unabhängigkeit im Kampf gegen den Faschismus. Aber was hält von solchen Entschlüssen durch, angesichts der Macht, die über den Tod verfügt, als ein Instrument des Terrors? Nur ein wenig Schmerz genügt, und die Menschen sind weniger als Staub. Sie sind winselnd wie Hunde, sie werden freiwillig durch jeden brennenden Reifen springen. Eine Peitsche genügt, eine Daumenschraube genügt, ein Stück Eisen genügt und ein Lederband sie an Händen und Füßen zu fesseln. Mehr ist nicht nötig. Die Schergen wissen das. Menschen sind bittendes Fleisch. Und wer das nicht weiß, dem wird man es bald beibringen. In ein paar Stunden schon. Das ist die Mauer, die Endgültigkeit des Todes. Da kommt niemand durch, weil Menschen davor stehen, die wissen, dass Menschen nicht sind als sterblich. Und noch viel mehr Angst als vor dem Tod haben sie Angst vor dem Schmerz. Also sind sie gefügig. Also kann man sie in jede Kreisbahn zwingen. Also wird die Macht auf ewig Recht behalten über den Menschen. Der Tod ist der Beweis für die Niedrigkeit. Der ganze Rest delegiert sich an die vernünftige Verwaltung eines bescheidenen und begrenzten irdischen Glücks. Warum nicht auch mit den Faschisten, wenn sie schon da sind? Warum nicht paktieren? Schließlich war Goethe auch ein Deutscher. Und vielleicht werden sie irgendwann wieder verschwinden. Reden wir Deutsch auf Französisch. Ein paar Jahre, warum nicht Vichy-Frankreich? Was soll der ganze Spuk von Resistance, Humanité, Liberté, die ganze französische Revolution? Savoir vivre, wie man überlebt, das ist die Frage angesichts des Todes. Und eine bestimmte Art von Vernunft,
In dieser Frage der Pharisäer geht es im Grunde raffinierter noch zu. Sie argumentieren nicht mit dem staatlichen Gesetz, nicht mit der Folter. Sie argumentieren mit der immanenten Logik des mosaischen Gesetzes selber. Es bestimmt inmitten einer patriarchalischen Ordnung, dass ein Mann fruchtbar zu sein hat, indem er Kinder zeugt. Wird er selbst daran gehindert durch den Tod, soll mindestens die nächstmögliche Annäherung an seine Keimbahn in Gestalt seines Bruders in Kraft treten. Und so immer weiter. Die Frau dient gewissermaßen zur Verbreitung der männlichen Erbanlagen. Sie ist da rein verfügt. Aber es kann sich umdrehen. Gäbe es eine Auferstehung nach dieser Ordnung, wäre plötzlich das Absurdum zu konstatieren, mindestens als Möglichkeit, dass eine Frau mit 7 Männern gegangen wäre. Da lacht ganz Israel. Sie hätte dazu sein, den Männern zu dienen, einem nach dem anderen. Das hatte man sich gedacht. Die ganze Idee einer Ewigkeit macht einen Strich durch die Rechnung sozusagen. Wir begreifen mit Mal, dass Herrschaft in dieser Weise patriarchalisch verfasst sein kann. Blanker Hohn wird da gesetzt gegen die Hoffnung auf Auferstehung. Und es ist das Lachen der Männer über die Frauen, gleich mit in eins. Und ein Hohn über die Liebe. Wie modern das alles ist, konnten Sie vorgestern Abend im Fernsehen schauen. Esther Villar stellte ihr neues Buch vor über oder gegen die Auferstehung. Man unterhielt sich prachtvoll. Die Auferstehung, sagte sie, oder ein Leben nach dem Tode ist nichts weiter als ein Haufen Illusionen. Ich habe darüber nachgedacht. Was die Menschen wünschen, wenn sie denken, sie wären unsterblich, setzt sich zusammen aus einer Reihe von Illusionen, die da lauten. Man möchte gut essen, gut schlafen, ohne Krankheiten leben, niemals wirklich altern und ständig jung und attraktiv sein, sich lieben und sich wiedersehen. Aber wenn es so wäre, wäre es nicht die absolute Langeweile, ewig zu leben miteinander, wie bald schon ginge man sich dann auf die Nerven. Ich fügte sie hinzu, gehe jeden Tag in die Kirche, ich amüsiere mich furchtbar, wenn ich diese Predigten höre. Aber die Kirchen sind ein Ort der Ruhe. Man hat es so schön kühl darin, in Südspanien. Das alles war sehr witzig. Und die Leute applaudierten kräftig. Sie fühlten sich herrlich unterhalten. Dass da eine Frage diskutiert wurde, bei der alles auf dem Spiel steht, das Gefühl war weit weg. Das Showinteresse viel größer als das eigene Fragen. Die Unterhaltungsindustrie hatte einen neuen Aufhänger. So ähnlich muss man sich die Fragen der Sadduzäer hier denken. Es kommt hinzu, dass Esther Villar in einem Punkt selbstverständlich recht hat. Man hat gerade diesen Text hier christlicherseits stets gebraucht, um die Liebe auf Erden zu töten. Steht doch da, jenseits der Todesmarke würden die Menschen sein wie die Engel. Daraus wurde, dass sie gar kein Recht hätten, eigentlich sich als Menschen, schon gar nicht als Mann und Frau, wirklich zu lieben. Man dachte nicht gerade so rigoros wie der nordafrikanische Kirchenvater Tertullian, es sei die Ehe im Grunde nichts weiter als eine legalisierte Prostitution. Das wieder nicht, denn Christus hatte diesen Stand geheiligt, aber alles, was dazu führt, ihn einzugehen. Spätestens das war unerlaubt und verboten. Das erkannte Tertullian selbstverständlich. Kein junger Mann wird in die Ehe kommen, ohne dass er all das tut, was eigentlich verboten ist. Aber wie soll er dann? Die Kirche hat bis heute die Liebe stranguliert, denn sie ist nie engelhaft. Sie ist ganz und gar menschlich, jedenfalls das Stück davon, das wir Menschen überhaupt verstehen können.
Sie hat dann erklärt, in der Ehe ist manches gerade noch richtig, aber nur hier auf Erden. Danach endgültig und Gott sei Dank sind wir davon frei. Die Liebe zu üben ist gar nicht möglich. Es ist ungefähr so, wie wenn wir gesagt hätten, wir spielen heute Abend um 18.05 Uhr, aber wir dürfen vorher nur die Partituren sehen. Keine Fingerübungen, um Gottes Willen. Kein Probieren am Instrument, das nur ja nicht. Aber wir werden pünktlich und genau ein Konzert geben. Sagen wir mit 26 Jahren am 13. Oktober. Das findet statt. Und dann auch können wir es ja, weil wir Christen sind, in Gott vertrauen. Ich denke, wir sollten reklamieren im Sinne Jesu, dass es nur ein einzig wesentliches Argument gibt, an die Unsterblichkeit zu glauben. Das ist Gott selber und in eins damit die Liebe. Was wäre, wir würden seine unglaubliche Aussage, jenseits des Todes wird doch nicht geheiratet, sondern die Menschen sind wie die Engel, einmal ganz buchstäblich nehmen. Nicht im Sinn der kirchlichen Metaphysik, dass wir dann unsere ganze Natur wandeln würden, nicht mehr abhängig vom Körper und so weiter, reine Geister, das wird uns nicht beschieden. Aber es wäre möglich, einmal zu denken, spätestens der Tod wäre die Freiheit der Liebe von jeder Gesetzlichkeit. Dazu sei er da. Wir bekämen mit Mal Morgenluft in den Atemwind. Wir könnten vielleicht angedeutet finden, dass die Liebe nicht gut lebt. In den Gefängnisstäben ständiger Verordnungen. Eine Ahnung liegt hier in dem Text, dass sie zu größerem, sehnsüchtigerem bestimmt ist, als nach Schnur und Regel sich eingebunden zu fühlen in die Verordnungen einer bestimmten Gesellschaftsordnung. Um es möglichst klar zu sagen, ist nicht bis heute jede menschliche Verfassung darauf angelegt, die Liebe zu strangulieren und Unrecht zu tun, immer wieder den Liebenden? Wie viel Willkür herrscht da, indem jede Ordnung sich ihren Gott macht, der sie erlassen hätte? Im Islam hat ein Mann mehrere Frauen. In der Südsee eine Frau, mehrere Männer. Im christlichen Abendland nur ein Mann, eine Frau. Wie aber sollen die Menschen damit zurechtkommen, wenn ihre Gefühle so passend nicht sind, jeweils entsprechend der gesellschaftlichen Ordnung? Manche Kulturkritiker, Literaturhistoriker meinen, dass speziell im Abendland wir es vermocht hätten, zwar die Bindung von Mann und Frau in die Ehe zu schmelzen, aber um den Preis, dass wir die Gefühle davon verabschiedet hätten. Die Ehe sozusagen sei das Gegenstück der Liebe. Lancelot du Lac und Ginevra am Artushof. So hätte es angefangen. Eine kurze Zeit noch in der Romantik und dann im Biedermeier sei abergläubig genug gewesen zu denken, Ehe und Liebe, das ginge ineinander, bis dass man sehr bald herausgefunden hätte, dass der bürgerliche Aschermittwoch im permanenten Trauerspiel sich wiederfindet. Wer eigentlich verbindet das Vertrauen in die Liebe mit dem Glauben, sie gestaltete sich selber? Sie sei gar nicht die Anarchie, die die Gesetzgeber unter ihr verstehen. Sie ordnet das menschliche Herz einfach von innen her. Das möchte ich denken. Solange Menschen Gesetze haben über Gesetze, wird es eine Unsterblichkeit gar nicht geben dürfen. Nicht den Glauben an die Universalität der Liebe, nicht an ihr Flügelbreiten, nicht an ihr Aufsteigen in die Glückseligkeit der Freiheit. Was es geben wird, ist die Strangulation, das Festschreiben. Du musst, du sollst und mehr ist auch nicht vorgesehen. Am bittersten höre ich sehr oft, dass Leute mit 35 schon versichern können, wir beide haben beschlossen, miteinander alt zu werden.
40 Jahre, mehr als man je gelebt hat, unter dem einen Versprechen, alt genug zu sein, um nichts weiter mehr zu wagen. Ist das das Leben? Was machen wir aus Menschen? Und wie gehen wir um mit der einzigen Kraft, die im menschlichen Herzen wirklich von Gott ist? In diesem Text spüren wir eines ganz deutlich. Wer an die Liebe glaubt, sprengt die Gesetzlichkeit auf, darum geht es. Die Frage, sind Menschen unsterblich, ist dieselbe wie die Frage, wie stehst du zur Liebe? Ist auch sie nichts weiter als ein Zwangssystem? Dann beerdige dich selber zu Lebzeiten, dann wird mehr nicht zu hoffen sein. Oder du glaubst an eine andere Welt, die dennoch schon hereinragt in dein Leben heute. Und dann könnte es beginnen, wirklich zu hoffen und wirklich zu glauben. Da würden die Menschen frei von den Satzungen des Irdischen. Es war in unserem Jahrhundert schon vor etwa 50 Jahren die dänische Schriftstellerin, der wir jenseits von Afrika verdanken, die in einem kleinen Traktat über die Ehe meinte, alle Moralapostel wollen uns beibringen, dass die Liebe nur erlaubt sei im Rahmen der Ehe. Aber sie selber werden längst fahnenflüchtig. Gefragt, worin begründet sich die Ehe, sagen sie selber, wie selbstverständlich, durch die Liebe. Also macht nicht die Ehe die Liebe, sondern die Liebe die Ehe. Und wenn es so steht, sind Menschen größer als gesellschaftliche Ordnung. Dann gibt es kein Reglement mehr von außen über das, was Menschen sind. Und es gibt einen großen gemeinsamen Weg, der in der Liebe hinüberführt, in eine andere Welt, die wir schon ahnen, träumend, hoffend, sich ersehnend. Was eigentlich möchten wir mit dem Himmel? Jesus meint, in dieser anderen Welt, das könnte man doch wissen, werden die Menschen wie Engel. Lassen wir mal alle Sexualbrüderien aus den Assoziationen heraus, dann bleibt ein wunderbares Bild übrig. Ein Engel ist in der Bibel allemal ein Sendbote Gottes, sozusagen eine besondere Erscheinungsform Gottes in einer bestimmten Situation im menschlichen Leben. Hören Sie, wenn das gelten würde. Wäre dieses unser Leben? Wunderbar. Wir würden durch die Liebe zu Engeln, der eine dem anderen, in ihm würde ein Stück von Gott sichtbar. Die einzige Vision von Gott, die er in seinem Leben womöglich überhaupt bekommen wird. Der eine wäre dem anderen von Gott in sein Leben gesandt, eine Botschaft zu vernehmen, die Gott an ihn ausrichtet. Und eine andere wird er gar nie bekommen. Ihr gehorsam zu sein, würde der ganze weitere Weg seines Lebens. Und der Mensch, den er liebt, würde aufragen bis zum Himmel. Er wäre der Weg und die Tür und das Licht. Hinein in diese andere Welt. Wir würden damit verbinden Schutz, Begleitung und Führung und deutlich spüren, dass uns gar nimmer etwas anderes zu führen und zu tragen und zu schützen vermag, als eben die Liebe, als die Nähe des Menschen, der uns am nächsten steht. Wie viele Augenblicke gibt es auf Erden schon, wo die Zeit sich aufhebt in einem Glück, das wie ewig ist. Da bleiben die Uhren stehen und man weiß am Ende nicht, sind es Minuten oder Stunden. Alles, was wir in Raum und Zeit festlegen als trennend und verfügend über die Liebe, wird immer wieder durchlöchert und aufgebrochen durch die Erfahrungen des Glücks der Begegnung.
Immer ist die Liebe eine Stelle, wo der Himmel die Erde berührt. Und ein Mensch dem anderen hier schon wird wie ein Engel. Wir haben zur Ordnung der Liebe immer noch sehr praktische Begriffe, die da lauten nach Besitzeinteilungen, wer wem gehört. Im Grunde missbrauchen wir die Liebe immer noch, um sehr triviale, fast biologische und tiernahe Fragen zu klären. Die Weitergabe der Gene, das sagten wir schon, aber auch die Weitergabe von Erbbesitz, selbstverständlich, und bestimmte Rangpositionen in der Gesellschaft. Es ist nicht beliebig, wessen Kind man ist. Man führt sich anders ein in die High Society, je nach der Abstammung. Das soll man glauben. Und es werden natürlich Chancen unterschiedlich vergeben. Das alles regelt sich, gehört sich zur Zugehörigkeit familiärer Bindungen. Darin hatte Ehe zu bestehen bislang und Liebe hatte darin aufzugehen. Was wäre, wir würden den nächsten Schritt wagen, weg von der Steinzeit, dem menschlichen Wesen aber näher. Wir würden den ganzen Plunder abschütteln und begreifen, was viele Jugendliche heute schon wissen. Besitz ist kein Ziel, Erbschaft ganz lächerlich, Chancen und Karriere nutzlos. Aber wie man einander begegnet, zwischen ich und du, in einem Raum der wirklichen Verständigung, der Gesprächsbereitschaft und der Zärtlichkeit, das will man wissen oder es wird gar nichts werden. Es ist vielleicht das erste Mal am Ende dieses fast irrwitzig anmutenden 20. Jahrhunderts, dass eine Jugend aufbricht, die auf dem Recht persönlichen Glücks in der Liebe besteht. Ich will nicht gerade sagen, alle 18-Jährigen wären die künftigen Engel, so nun nicht. Aber sie sind dabei, etwas zu ahnen, das es so niemals gab. Um zusammenzuleben, muss man über Gefühle sprechen. Darf man einander nicht in Besitz nehmen, als wäre man der eine des anderen Eigentum. Das ist ein bisschen doch von der Art der Engel. Es liebt der eine den anderen. Buchstäblich, wie ein göttliches Bild, wie etwas, durch das man sehen kann, was für immer gilt. Da haben alle Märchen der Völker recht. Irgendwann schaut man in einen Spiegel, irgendwo entdeckt man ein Gemälde und es gibt Kunde von einem anderen Menschen, jenseits der Wüsten, jenseits der Meere. Ihn zu finden, ist das ganze Leben. Mit ihm zu gehen, all seine Schönheit. Und bei ihm zu bleiben, alle Hoffnung. Man wird den Himmel nur für langweilig halten, wenn man nie entdeckt hat, wie reich ein menschliches Gespräch ist und wie unendlich kostbar das Leben auch nur eines einzigen von uns. Man könnte endlos zuhören. Es wird immer Neues geben. Die einzelnen Facettierungen seiner Erinnerungen schwanken ständig, gewinnen stets neue Beleuchtungen. Dieselbe Sache zum 20. Mal erzählt, wird zum 25. Mal immer noch überraschend neu sein. Begreifen wird man den anderen nie. Man kann ihm zugehört haben 20 Jahre oder 40 Jahre. Wenn man ihn genau genug versteht, weiß man, dass man völlig außerstande ist, zu sagen, was er morgen oder auch nur heute Nachmittag in einer ihm wirklich wichtigen Sache tun sollte. Man wird sagen, ich kann für ihn die Hand ins Feuer legen. Bestimmte Dinge wird er nicht tun, weil sie zu ihm nicht passen, das ja. Aber was er tun wird und was er tun soll, das weiß man nicht oder man hätte von ihm gar nichts verstanden. Nicht einmal das Verständnis wird zu einer klammernden Hand den anderen festzuschreiben. Ganz wörtlich begreift man, dass Engel mit ungeheurer Macht gegenwärtig sind und in ihrer Erscheinung ganz flüchtig. Man braucht nur versuchen, nach ihnen zu greifen. Und sie entschwinden wie ein Spuk. Aber sie bleiben nah den träumenden Augen. Nicht anders.
ist die Liebe. Das wäre unsere Zukunft. Sie sollte sein, was sich auf Erden vorbereitet. Ein göttliches Wunder. Wir Menschen und ein einziger Lobpreis. Wer von den Kirchenvätern hat eigentlich gewusst, dass bloß die Engel imstande sind, ständig die Gottheit zu preisen, im Unterschied zu uns Menschen? Wir müssen schlafen, freilich, aber wieso wäre das kein Lobpreis des Göttlichen? Auch wir können träumen bei Nacht. Und mir will scheinen, auch dies wäre eine Art, die Gott sich ersonnen hätte, gelobt und Dankbarkeit für sich einzuholen. Wir können einander lieben, hier schon. Und in aller Traurigkeit, in allem Schmerz, in aller Freude und in allem Glück sind wir hier auf Erden, dicht beim Throne Gottes. Wo denn sonst? Wir brauchen keinen Weihrauch dafür, kein geweihtes Wasser. Der Atem eines Menschen, der uns lieb hat. Die Feuchtigkeit seiner Augen und seiner Lippen genügt vollkommen, um im Andern bei Gott zu sein und ihn zu preisen. Dazu gehört allerdings, dass die Religion selber aufhört, einen toten Gott zu verwalten. Mit all ihren heiligen Gesetzen, die sie von Gott begründet, mit all ihren tradierten Formeln, in denen sie weiß, was man tun muss, um sich ihm zu nahen, zwingt sie Gott in die Vergangenheit seiner eigenen Mitteilungen. Alle verwaltete Religion hat ein einziges Dogma, dass Gott sich offenbart hat, ein für allemal. Der Rest ist eine Sache der weiter auslegenden Schriftbesitzer. Sie werden es zu Ende erklären, was Gott damals gesagt hat. Dass Gott aber sprechend wäre heute, da sei er selber vor, zugunsten all derer, die wissen, was er damals gesagt hat und also heute sagen würde. Nur er selber hat niemals etwas mehr zu sagen, damit umso geschwätziger die Theologen werden. In Amte mit Berufung auf diesen Gott, der ja einmal gesprochen hat und für allemal. Einen schärferen Kontrast finde ich im ganzen Neuen Testament nicht zwischen der Art Jesu und der Weise jeder Schriftgelehrsamkeit. Im nächsten Kapitel 23, in den folgenden Wochen, werden wir uns das noch anhören müssen, wie da zu Felde gezogen wird, um diesen sich hier anbahnenden Konflikt auszuformulieren. Es ist entweder oder zu stellen. Entweder ist Gott jemand, der der Vergangenheit angehört, weil mehr von ihm überhaupt nicht in Erfahrung gebracht werden soll. Ein sich selbst begrenzender Gott. Ein Historiengott. Ein Wissenschaftsbündel, zusammengeschnürt aus lauter Theorien. Oder er ist eine gestaltende Macht, jetzt und im Augenblick und immer wieder. Dann brauchen wir nicht Leute, die von fremd uns Gott erklären, dann müssen wir hören in uns selber, wie er da spricht. Und nur so kann es sein. Es wäre Gott nicht die Liebe, wäre er anders und wir nicht bestimmt, an seinem Thron zu stehen. Gott ist kein Gott der Toten. Das ist eines der wunderbarsten Worte aus dem Munde Jesu. Er ist ein Gott der Lebenden, in jeder Generation, für jeden Menschen, zu jeder Zeit. Es gibt keine abgeschlossenen Offenbarungen. Es gibt eine einzige Offenbarung Gottes, die am brennenden Dornbusch: Ich werde da sein, als der ich da sein werde. Das ist die reine Zukunft. Wer sie begreift, wird sich von Gott kein Schnitzbild machen und nicht vom Menschen an seiner Seite, wird frei werden. Offen, suchend, sich wagend und mutig. So trage Gott uns durch die Zeit im Strom der Liebe und lasse uns ahnen von der ewigen Verheißung. Die Liebe ist das Gegenstück der Langeweile. Sie ist die Neugier, das Forschen, die Sehnsucht, das Suchen, die Poesie,
die nie endende Zärtlichkeit, ein Rausch der Sinne, der sich selber übersteigt. Immerhin können wir in den zerbrechenden Wänden unseres Körpers ein Stück schon ahnen von dem, was sein wird, wenn wir unser Leben zurückgeben in die Hände dessen, der es schuf. Gott ist das Leben und er ist die Liebe. Wovor sollten wir uns dann fürchten? Es wird manchmal gesagt, der Glaube an die Ewigkeit raube uns die Energie, in diesem Leben uns zu engagieren. Gerade umgekehrt scheint es der Fall zu sein. Es wird aus diesem Glauben Israel den Mut gewinnen zur Rebellion und zum Aufstand. Und es wird Jesus selber den Mut gewinnen, die Angst zu überwinden, die der Tod uns bereiten kann. Fürchtet doch nicht die Leute, die euren Leib zu Tode bringen können. Nehmt nur Gott ernst. Das ist eines seiner Worte, mit denen er diesen Satz hier erklärt. Gott ist ein Gott der Lebenden. Sagen wir es so, immer wenn wir die Hand an etwas legen, das wirklich wichtig ist, probieren wir, uns auszurechnen, wie viel Erfolg es hat. Und wir werden es in aller Regel nur beginnen, wenn wir die Chance sehen, es auch wirklich zu vollenden. Sonst lohnt es sich nicht für uns, denken wir. Aber dieses Prinzip, wir müssen es vollbringen in unserem Leben, hindert uns, das meiste wirklich zu tun. Es nötigt uns dauernd in einen Erfolgsstress rein bei den besten Absichten, die wir oft vertun, weil wir den Erfolg nicht sehen. Was Jesus hier meint, ist eine ungeheure Freiheit, auch gegenüber den eigenen Unternehmungen. Tu das, was du tust, wenn es für dich stimmt, lautet die Anweisung. Und was daraus wird, das lass stehen bei Gott. Lebe du heute. Das Morgen ist und schenkt er selber. Das musst du nicht verantworten. Aber der Augenblick heute, der dir gehört, den lebe ganz. Anders wird Gott uns nie erscheinen, als indem wir den Erfolg trennen von dem Mut zu sein. Nicht erfolgreich zu werden, ist das Versprechen, aber eine Belohnung liegt darauf, wirklich zu leben. Eine Existenz, die sich wagt, mit einer Perspektive ins Unendliche, hört auf, den Menschen gefügig zu bleiben. Sie selber macht etwas durchsichtig auf Gott hin. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt. Ich möchte schließen mit zwei kleinen, sehr unterschiedlichen Texten. Dem einen, einem Liebesgesang einer Priesterin der Göttin Mut, der geierköpfigen oberägyptischen Göttin, einer Muttergöttin im alten Ägypten, an ihren Gemahl. Wir wollen uns zusammen niederlassen und kein Gott mehr kann uns trennen. So wahr du mir lebst, ich entferne mich nicht von dir. Höchstens, du würdest meiner überdrüssig. Aber täglich in Muße miteinander zu leben, ohne dass irgendein Übel kommt, so sind wir zum Lande der Ewigkeit gegangen, damit unser Wesen niemals vergessen werde. Schön ist die Zeit, da man das Licht der Sonne sieht in alle Ewigkeit, als Herr an der Stätte des Auferstehens.
Eine Gruppe von Menschen, die auf dieser Erde sehr wenig zu hoffen hatten, waren die Negersklaven in den Südstaaten Amerikas Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Sie hatten wunderbare geistliche Gesänge, Sehnsuchtsgebete einer anderen Welt. Eins davon lautet wie folgt: Vielleicht habe ich nie Häuser und Land. Oh, dieser Weltschätze habe ich nie gekannt. Ich mache weiter für ein Haus da oben. Gebaut, sagt man, ist es von Gottes Hand. Ich bin nicht sehr eigen mit Häusern im Himmel. Alles, was ich mir wünsche, ist, dass der Herr mich nimmt als sein Kind. Herr, bau mir eine Hütte in einem Winkel in deinem Land. O Herr, Herr, bau mir eine Hütte. Ich wünsche mir ja nur eine ganz kleine Hütte. Irgendwo bei dir. Ich bitte dich, Herr. Ja, ich möchte eine Hütte. Please, build me a cabin. Bau mir eine Hütte, wo ich meinem Heiland die Hand geben kann. Mir kommt es auf Straßen aus Gold nicht an, auch nicht auf Schätze, die ich vielleicht haben kann. Aber ich möchte eine Hütte. Ja, eine Hütte, gebaut in einem Winkel in deinem Land. Dass unsere Heimat bei Gott ist und unsere Liebe wie ein Haus, dies wünsche ich uns allen. Wir hören am Ende von Robert Schumann aus den Fantasiestücken Opus 73 Numero 1, zart und mit Ausdruck. Thank you.
ganz herzlich danke ich für die wunderschöne Musik Ihnen allen für den Abend heute. Wir werden in den kommenden Wochen in Regelmäßigkeit die Gottesdienste fortsetzen. Vormittags des Samstags um 11.15 Uhr die Vorlesung in der Universität wieder aufnehmen, zunächst mit Aschenputtel, beginnend in den nächsten 3 Stunden, dann nicht über das Matthäusevangelium, das machen wir abends weiter, sondern über Tiefenpsychologie und Dogmatik. Ich glaube, dass die Frage dringlicher im Augenblick ist. Gefragt wird immer wieder, wie die weitere Entwicklung sei. Nun, alles Mögliche passiert, was nicht passieren sollte. In der nächsten Woche gibt es Gelegenheit, manches Zeugs zu lesen, unbekannt, welchen Inhalt der Stern wird kommenden Donnerstag irgendetwas bieten. Die Domspatzen in Paderborn werden sich aufschwingen zu einem schildernden Porträt. Das alles kann man lesen. Nicht lesen aber soll man, was längst geschrieben ist. Und diese Sache ist wirklich ein Stück ernst. Ich sage sie einfach so, wie sie ist. Es bleibt dabei, dass Herr Degenhardt, Erzbischof von Paderborn, mit mir nicht theologisch reden wird. Das werden weiter seine Theologen tun. Wie das aussieht, davon gibt es eine Menge Kostproben und man darf annehmen, dass das so weitergeht. Da wird irgendwas aus dem Zusammenhang paraphrasiert und der Öffentlichkeit dann als das Ganze vorgestellt. Das kennt man. Damit ließe sich auch leben, weil es im Grunde so klar durchschaubar ist. Aber dass eine Kirche immer noch wagt, sich gesprächsfreudig zu nennen, die inzwischen, und zwar in Österreich wie in Deutschland, brutalen Druck ausübt auf die kirchenabhängigen Buchhandlungen, das ist nicht länger hinzunehmen. Und das gebe ich als offenes und bekanntes, auch weiter zu sagendes Faktum, so jetzt weiter. Das sind nicht mehr Einzelerscheinungen, wie es anfangs schien, dass da Herr Meissner mal entgleist ist in der Herder Buchhandlung von Köln, sondern das ist der Stil des Hauses, wo immer ich jetzt hinkomme. Dazwischen muss es auch Absprachen geben, die natürlich wieder nicht bekannt sind. Es ist reine Verleumdung zu sagen, das sollte so gemacht werden. Wir haben keinen Index der verbotenen Bücher mehr, aber wir haben die finanzielle Daumenschraube auf katholische Buchhändler, die nicht indizierte, aber eben auch für doch im Grunde ja heretische und deshalb schon nicht zu lesende Bücher nach wie vor noch Ladentische freimachen. Das ist der Zustand, in dem wir uns befinden, in der freiheitlichen, liberalen, dialogfreudigen, suchenden, menschlichen Kirche im Jahre 1992. So wird es also weitergehen. Oder es wird gar nicht so weitergehen, weil die Leute merken, wie sie in das Licht geführt werden sollen und das lassen sie mit sich nicht machen. Aber da sind wir wieder. Da sind wir wieder bei dem Thema des Evangeliums vorhin. Woran glaubt man eigentlich wirklich? An die Bestimmbarkeit von Menschen oder an ihre Freiheit? An ihren Glaubensgehorsam, den man erzwingen kann, oder an die Selbstständigkeit ihres Denkens? An den verwalteten oder den lebendigen Gott? Irgendwann muss man sich entscheiden. Ich nehme an, auch in dieser Kirche, und so sage ich fast am Ende jeder Vorlesung, jedes Vortrags, was ich heute Abend ganz besonders gerne sage, ich bin sehr dankbar dafür, miterleben zu dürfen und zu sehen, dass es den Bischöfen leicht fallen mag, irgendeinen Priester des Amts zu entheben. Aber dass es ihnen außerordentlich schwerfällt, suchenden, glaubenden Menschen ihre Überzeugung auszureden. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ein bisschen leid tut mir, dass ich etwa nur 150 Bücher da habe und wieder die größten Schwierigkeiten, wie wir die vernünftig verteilen sollen. Ich hoffe, dass viele schon irgendeins davon haben. Es handelt sich um Bücher wie Die Interpretation des kleinen Prinzen und Dein Name ist wie der Geschmack des Lebens aus dem Walter Verlag. Neu erschien ein zusammengestelltes Büchlein über die Frauen in der Bibel. Es enthält keine neue Zeile gegenüber Tiefenpsychologie, Exegese, Markus- und Matthäus-Evangelium, aber es ist ein guter Verschnitt aus dem Walter Verlag. Frau Rita Süßmuth meint, dies sei ein Buch jenseits der Frage, ob es feministisch oder antifeministisch sei, es sei ganz einfach menschlich.
Sie hat es gut verstanden. Dann gibt es noch etwa 40 Exemplare bei Butzon und Berker herausgekommen des Gesprächs zwischen Frau Laurin, Herrn Albus und mir beim Katholikentag in Karlsruhe. Butzon und Berker ist inzwischen ein Verlag, der vom Opus Dei aufgekauft ist. Der hat sämtliche Rechte über alle Texte des Deutschen Katholikentags und musste dies also auch veröffentlichen. Ich kann nicht glauben. Sonderbar bleiben die Gänge Gottes. Ich kann nicht glauben, dass großes Interesse besteht, ausgerechnet dieses Büchlein in Handel zu bringen, aber mein Interesse ist das außerordentlich. Warum habe ich 40 Büchlein davon schon mal mitgebracht? Ich glaube, ja, und dann ist rausgekommen, Wann der Himmel die Erde berührt, eine Zusammenstellung von Herrn Marz über Predigten zu den Gleichnissen Jesu, allesamt gehalten in der Kirche von St. Georg. Diejenigen, die damals schon da waren, sollten bevorzugt dieses Büchlein wählen, das ich gern verteile. Ich wünsche von ganzem Herzen Ihnen ein schönes Wochenende, eine ganz schöne beginnende Woche und auf Wiedersehen am nächsten Samstag.